Sorge, Leute. Das ist die letzte Folge. Wir müssen die Amerika-Witze nur noch diese Folge aushalten. Haltet durch. Joey ist am Zug und er zieht die fünfte Karte. Ja geil. Wir gehen schon mal super. Dann ist Amerika dran und er setzt eine Zauber der Fallenkarte. Außerdem beschwört er den Pistolendrache. Ohne Tribut. Es heißt, dass der Pistolendrache dreimal angreifen kann, da er drei Kanonen hat. Das erlaubt ihm, sowohl den Axträuber als auch Garusis in nur einem Angriff zu zerstören. Nein. Die einzige Art, wie das möglich wäre, ist, wenn er den Effekt des Pistolendrache aktivieren würde, die erforderliche Münze zweimal Kopf gelandet ist und dann ein Monster, vorzugsweise den Axträuber, per Effekt zerstört. Garusis zerstört er dann in der Battlephase. Und jetzt ratet mal, wie oft Amerika eine Münze in dieser Serie wirft. Tipp, er hat nicht mal eine Münze, sondern nur einen Schein. Ob man damit auch den Effekt ausspielen könnte? Yes, Kopf! Die beiden Monster werden also zerstört und Joey erhält den entsprechenden Schaden. Dann ist Joey dran und er spielt den Zeitzauberer und den Babydrache. Ja geil! Einfach mal zwei Monster in einem Zug normal beschwören. Der Effekt ist erfolgreich, doch der Pistolendrache wird nicht zerstört, nur geschwächt. Und Joeys Babydrache verwandelt sich in den Tausenddrache, ohne dass er Polymerisation benutzt hat und noch dazu mit der falschen Anzahl an Verteidigungspunkten. Ja geil! Joey befiehlt den Angriff. Ich frage mich, welcher coole Angriff dieser 1000 Jahre alte Drache machen wird. Vielleicht ein krasser Flammenatem oder vielleicht stürzt er sich mit seinen fetten Krallen auf den Roboter. Oder er macht einen Rotzeangriff. Amerika erhält den entsprechenden Schaden. Oh nein, was ist jetzt? Amerika, Amerika! Was sagst du, mein Junge? Du erhältst den Schaden nicht. Warum? Amerika, Amerika. Oh, okay. Amerika aktiviert die gesetzte Zeitmaschine und holt damit den Pistolendrache zurück. Dann ist Amerika auch dran und er zerstört den Tausenddrache. Joey erhält den entsprechenden Schaden. Dann ist Joey dran, doch er macht nicht viel, außer ein Monster zu setzen. So ist wieder Amerika dran und dieser beschwört den Spielautomat. Hol der kreative Name. Damit zerstört er den gesetzten Koikoji. Dann ist Joey dran und wir sehen seine Hand. Er hält die Panzerechse, den Felsenoger Grotte 1, Schild und Schwert, der rotäugige schwarze Drache und in der anderen Hand hält er Nachäffer. Er setzt eine Zauber der Fallenkarte. Es kann sich nur um Schild und Schwert handeln, da dies die einzige Zauberkarte in seiner Hand ist. Außerdem beschwört er den rotäugigen schwarzen Drachen. Ohne Tribut. Dann ist Amerika dran und er greift an. Doch Joey aktiviert den gesetzten Nachäffer, welcher hier als normales Monster dargestellt wird. Und deshalb bewerfen wir niemals ein Land mit zwei Atombomben, Kinder. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass wir diese Karte sehen. Ich habe mich in einer anderen Folge schon mehr als genug darüber aufgeregt. Hier ist ein Link dazu. Aber pst, Dickerchen, halt das geheim. Mit Nachäffer kann man die ATK und Def eines Monsters kopieren. Ich kopiere deine magische Metallmacht. Oh nein, Joey hat sich mit derselben Krankheit angesteckt wie Yami. Hauptcharakter Bullshit. Dadurch verwandelt sich sein Drache in den rotäugigen schwarzen Metalldrache. Ähnlich wie Soa in der letzten Folge. Nice. Sowas sehe ich gerne. Weil der rotäugige schwarze Metalldrache stärker als der Pistolendrache ist, zerstört sich dieser selbst und Amerika erhält den entsprechenden Schaden. Außerdem hält er hier nur 4 Karten in der Hand. Er geht in seine Mainphase 2 über und setzt eine Zauber- oder Fallenkarte. Außerdem dreht er den Spielautomat in Verteidigungsposition. Dann ist Joey dran und er setzt eine Zauber- oder Fallenkarte. Danach greift er an. Doch Amerika aktiviert die gesetzte Karte 7 vollendet. Diese Karte ist kein Trickspell! Er lässt die Verteidigung des Spielautomaten auf 3000 steigern, was mehr ist als der rotäugige schwarze Metalldrache ATK hat, sodass Joey den Differenzschaden erhält. Dann ist Amerika dran und dieser zieht zunächst ganz normal und zieht dann eine weitere Karte aus dem Ärmel, welche sich als eine weitere 7 vollendet herausstellt. Maximilian, der das Duell beobachtet und Gastgeber der Veranstaltung ist, bemerkt die Schummlerei sofort. Warum er nicht augenblicklich das Duell abbricht und Amerika disqualifiziert, weiß ich auch nicht. Außerdem vertuscht Amerika seine Schummlerei ziemlich schlecht, denn wenn er zuvor 3 Karten hatte und jetzt 7 vollendet zieht und es dann spielt, müsste er wieder nur 3 Karten haben. Er hält aber 4 Karten in der Hand. Aber ich glaube, ich erzähle hier nichts Neues, wenn ich sage, dass sie in der Serie sich schwer tun, korrekt Karten zu zählen. Die ATK des Spielautomaten steigen auf 2700. Außerdem spielt er die Sprengkugel. Frag mich nicht, warum seine ATK so hoch sind. Er heftet sich an Joeys Drachen, ohne dass dieser die Karte in gesetzter Position angegriffen hat. Außerdem explodiert sie direkt nachdem Amerika seinen Zug beendet hat.
Gibt's noch irgendwas, was die Serie an dieser Karte falsch machen kann? Vielleicht kann die Karte nur wirksam werden, wenn die ATK höher sind als die ATK des Zielmonsters. Hm? Wie wär's damit? Die Sprengkugel explodiert, doch Joeys Drache wird nicht zerstört. Grund dafür ist, weil Joey im letzten Moment den Drache mit den Drachennägeln ausgerüstet hat, sodass die ATK des Drachen höher werden als die der Sprengkugel und sie daher ihren Effekt nicht aktiviert. Oh, komm schon! Amerika erhält den Schaden in Höhe der Differenz zwischen der Sprengkugel und Joeys Drachen. Dann ist Joey dran, doch dieser passt. So ist wieder Amerika dran. Und dieser hat nur zwei Karten und zieht dann die dritte. In seiner Hand hält er das antike Werkzeug, den Torwächter, den auch nicht. Und den Schwertschwinger. Er schummelt nochmal und zieht 7 vollendet. Die ATK der Spielmaschine steigen auf 3400. Dann ist Joey dran und wir sehen hier wieder seine Hand, welche zusätzlich auch den Lava-Kampfwächter enthält. Sowie eine noch unbekannte Zauber- oder Fallenkarte, welche er setzt. Dann ist Amerika dran und er spielt Plünderer. Diese Karte erlaubt es ihm, Joeys Hand anzusehen und eine Karte zu seiner Hand hinzuzufügen. Diese Karte gibt es nicht. Er nimmt Schild und Schwert und spielt es und beschließt anzugreifen und zerstört den rotäugigen schwarzen Metalldrache. Joey erhält nicht den entsprechenden Schaden. Außerdem aktiviert er seine gesetzte Falle, welche sich als der Grabräuber herausstellt. Mit dieser kann man eine Zauberkarte aus dem Friedhof des Gegenspielers nachahmen. Er benutzt den Effekt, um die Zeitmaschine zu spielen und den rotäugigen schwarzen Metalldrache zurückzuholen. Die 2000 LP Kosten, um diese Karte zu benutzen, zahlt er natürlich nicht! Außerdem hält Amerika in diesem Frame wieder eine Karte zu wenig. Dann ist Joey dran und dieser greift an und gewinnt das Duell. Doch halt! Amerika lässt sich das nicht gefallen, springt über das Geländer und droht Maximilian mit einem Finger! Boah, ganz schön brutal. Hoffentlich werde ich niemals mit einem Finger bedroht. Und das war's mit Yu-Gi-Oh! Duelle analysiert für diese Staffel, wenn man so will. Denn nächste Woche wird es keine analysierte Folge geben. Ich mache erstmal wieder eine Pause von diesem Format. Das mache ich alle 10 Folgen. Es wird ab jetzt weiter mit der Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschaft gehen. Meine eigene kleine Billig-Nachahme der Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschaft als Ausgleich, weil die ja für dieses Jahr ausgefallen ist wegen Corona. Aber keine Sorge, irgendwann wird es weitergehen. Wir müssen ja erfahren, wie diese spannende Meisterschaft weitergeht. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und ein Abo. Was könnte man noch da lassen? Schreibt mir in die Kommentare, was man noch da lassen könnte.